Unter brütender Hitze und sengender Sonne haben mehrere hundert Schüler des Pullinger Friedrich-Schiller-Gymnasiums heute im Rahmen einer sportlichen Spendenlaufaktion Geld für ihre Schule, aber auch für Kinder und Jugendliche in Not gesammelt. Die rund 800 Meter lange Runde führte dabei vom FSG-Schulhof entlang der Echatz durch Pullingen und wieder zum Ausgangspunkt zurück. Die Laufaktion war von der Schülerselbstvertretung SMV organisiert worden. Ein Projekt mit gleich mehreren Zielen. Ja, also wir haben uns zum Ziel gesetzt, einfach mal eine soziale Aktion gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern zu machen. Und wir spenden hier gedrittelt an die Schule selbst, an uns, ans Schulleben, an das soziale Netzwerk und an syrische Flüchtlingskinder sowie eine Schule in Afrika. Dabei wollten die Schüler, so das Resultat langer schulischer Projektgespräche, besonders denen helfen, die gleich alt sind, denen es aber andernorts viel schlechter geht. Also wir haben Spendenziele ausgesucht, unter anderem die Schule in Afrika, weil es dort auch um Schüler geht. Andere Schüler, die ja auch auf dieser Welt sind. Und dass man auch sieht, dass anderen Schülern, die eigentlich genau das Gleiche machen wie wir, dass es denen halt einfach aufgrund von äußeren Umständen nicht so gut geht. Zugleich sollte die Laufaktion auch das Gemeinschaftsgefühl der Schule und ihrer Schüler untereinander sowie die Fähigkeit zur Eigeninitiative stärken. Im Prinzip machen alle Schülerinnen und Schüler mit, aber wir schätzen die Teilnehmer so auf 500 bis 600 Schüler. Die eingenommenen Spendengelder kamen von Sponsoren, die die Schüler selbst zuvor als Spender für die von ihren Teams oder selbst gelaufenen Runden überzeugen, werben und gewinnen mussten. Die Schüler, die holen sich im Vorhinein eine Sponsorenkarte und suchen sich dann einen Sponsor. Das heißt, sie gehen zu einem Unternehmen, zu ihren Eltern oder Bekannten und sagen, wie viel gibst du mir pro gelaufene Runde? Und dann kommen sie mit dieser Sponsorenkarte heute zu dem Lauf, laufen dann ihre Runden und kriegen dann hinterher die Runden wieder auf ihren Zettel eingetragen. Und dann sammeln sie das Geld wieder von den Sponsoren ein. Wie viel Spendengelder bei der 6,5-stündigen Aktion, die um 8 Uhr morgens begann, letztlich zusammengekommen ist, wird sich erst am Ende zeigen. Dann nämlich, wenn die Läufer bei ihren Sponsoren in den kommenden Tagen mit der heute gelaufenen Rundenzahl wieder vorstellig werden. Der Spendentag klang für die fleißigen Sammler später mit einem begleitenden Schulfest gleich neben dem Ziel aus.